Und damit herzlich willkommen zurück zu TSW 2, zu Twains Imperial 2. Wir fahren heute die Baureihe 422 als S1 nach Dortmund auf dem Teilstück zwischen Bochum, andersrum, zwischen Duisburg und Bochum. Ein Kollege hat die Zug schon von Solingen hergebracht, da startet die Linie und ein Kollege wird dann in Bochum wieder übernehmen und den Zug weiter nach Dortmund bringen. Ich würde sagen, wir starten das Szenario. Man sieht das Wetter draußen. Es regnet wie aus Kübeln. Wunderschönes Badewetter, wie man so schön sagt. Dann würde ich sagen, stecken wir den Fahrtrichtungsschlüssel ein, stellen die Fahrtrichtung nach vorne, öffnen links die Tür, dass wir hier schnell die Fahrgäste auch einsteigen lassen können. Wir sind in der S-Bahn, wir haben nicht so viel Zeitreserven. Dann ZZA einstellen, die haben wir hier. Route, ein ganzer Zug, zack, Dortmund, Enter. Sehr gut. Wir können schon mal einen Scheibenwischer einschalten, bei dem Wetter werden wir ihn brauchen. Und dann stehen wir einmal auf, denn ich möchte euch kurz die anderen Züge hier in Duisburg zeigen. Ich habe das ganze Szenario nach Originalfahrplan gebaut. Das heißt, dieser Zug fährt, glaube ich, um 18.07 Uhr auch in Realität. Also man kann das hier in 5-Minuten-Abschnitten machen oder 5-Minuten-Abschnitten. Aber das passt ganz gut, da wir eh noch die Leute einsteigen lassen müssen. Das ist der ICE 945 auf dem Weg nach Berlin-Gesundbrunn. Und dieser Zug ist der RE6 nach Minden-Westfalen. Wird von National Express betrieben, ist in meiner, naja, nicht ganz so schön National Express-Lackierung. Die muss nochmal ordentlich überarbeitet werden. Oder ich downloade mir bald einfach eine neue. Es gibt nämlich ein neues Tool, womit man wahrscheinlich besser, oder womit man Lackierung downloaden kann und austauschen kann. Das sollte vielleicht ganz gut klappen. So, das ist die S-Bahn Rhein-Ruhr 422, wie gesagt, in noch rotem Farbkleid. Ich glaube, in Realität sind die mittlerweile weiß, grün, grün-weiß. Dann lass uns die Türen mal zumachen. Vielleicht kann ich ja dann nochmal gucken, dass ich ein paar schöne Lackierungen auch von anderen Bahnunternehmen bekomme. Wenn das mit diesem Tool vernünftig funktioniert. Ich habe das drunter geladen, bin aber noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. So, dann würde ich sagen, können wir losfahren. Fahrtrichtungswender ist schon nach vorne gestellt. SIFA und PCB habe ich schon angeschaltet. Und dann können wir los. Erstmal aus dem Wechselblinken befreien. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass ich direkt ins Wechselblinken reinsause. Und dann wollen wir mal gucken, wie das hier so heute läuft. Er fährt ganz gut an. Ich habe relativ stark sogar beschleunigt. Ich hätte gedacht, beschleunigen wird noch ein bisschen schwieriger. Bei diesen Wetterverhältnissen, denn in TSW 2 soll es auch wesentlich mehr bemerkbar sein. Oder sich wesentlich mehr bemerkbar machen. Wenn die Schiene nass ist. Vor allem auch beim Bremsen, das wird, glaube ich, ganz interessant. Da wir ja mit einer S-Bahn öfter mal bremsen müssen. Deswegen haben wir das Szenario auch genommen oder gebaut. Wir können das vielleicht auch nochmal im schönen Wetter fahren. Schauen wir mal. Ich glaube, Szenarios teilen kann man noch nicht, sonst würde ich die euch auch zur Verfügung stellen, die ich so baue. Und ich liebe es, Szenarien zu bauen, vor allem nach Originalfahrplan. Das ist schon ganz cool. Ich habe rechts eine Editor-Datei, wo ich alle Züge, die also uns noch entgegenkommen, draufstehen habe. Das heißt, ich werde immer, wenn ein Zug uns entgegenkommt, kurz sagen, was das für einer ist, welche Linie oder Zugnummer und wo der hinfährt. Können wir ein bisschen schneller hier fahren. Sollten das auch voll ausnutzen. Man sieht aber, guck mal, der blaue Balken da unten. Ich glaube, so richtig Traktion kriegt er nicht durch, auch wenn wir voll durchdrücken. Ich glaube, das merkt man schon ein bisschen. Keine Ahnung. Wir werden es vor allen Dingen gleich beim Bremsen merken. Jetzt würde ich aber sagen, begrüße ich erstmal die Fahrgäste. Die S-Bahn Rhein-Ruhr begrüßt Sie in der S1 nach Dortmund Hauptbahnhof. Nächster Halt Mülheim-Ruhr Stürnum. Warum ein Stirnum? Da ist kein N drin. Jetzt geht's erstmal hier über diese schöne Stahlbrücke. Und da kommt der erste Zug. Das ist der berühmte Kaselzug. So nenne ich den einfach mal. Weil der Zug nämlich, wenn man das Wort Kassel nicht schreiben kann, in
TSW2 in den Szenario-Beschreibung oder in der Zugbeschreibung. Da habe ich ja zwei Videos zu gemacht. Zuerst hatte ich gedacht, das liegt an den beiden S, die in dem Wort Kasse drin vorkommen. Es liegt aber an dem AS und noch ein S da in der Mitte des Wortes, das nämlich auf Englisch Ass heißt. Einfach steht Englisch für Arsch, sollte man wissen. Und daran liegt es tatsächlich. Die haben das Wort Ass gesperrt und in Kassel ist das Wort drin. Ich hoffe, die sorgen nochmal dafür, dass man Kassel auch wieder schreiben kann. Ich bin ja immer noch, ich bin da kurz davor, ein Movement zu gründen. Free Kassel, sollte man mal an DTG rantragen. Aber vielleicht ist das ein, kennt man die Stadt einfach auf der Insel nicht. Obwohl das gar nicht mal so unwichtig ist, die Eisenbahnstadt. Jetzt sollte ich aber erstmal bremsen. Denn ich weiß nicht ganz genau, wie gut der Zug im Regen bremst. Wir sind aber 90, also vielleicht haben wir ein bisschen früh gebremst. Aber lieber zu früh als zu spät. Auch wenn wir in der S-Bahn sind. Ich habe nämlich keinen Bock auf eine Bahnhofsverpeilung. Wäre ja auch nicht die erste TSW 2. Ich erinnere mich da an die Talentfahrt, wo ich da zwischen zwei roten Signalen stand. So, jetzt bin ich wirklich sehr langsam an den Bahnhof reingerollt. Das ist jetzt eigentlich ICE halt, was ich gemacht habe. Kein S-Bahn halt. Nächstes Mal probiere es ein bisschen stärker. Jetzt ist aber eher S-Bahn halt, was ich jetzt mache, hier bremsen. Mit fast 100%. Ah, 2 Meter passt ganz gut. Noch ein paar Fahrgästen, die Beine gebrochen. Das passt. So. Wirklich ein bisschen komisch, dass die Kasse nicht kennen. Obwohl, naja, vielleicht, also eigentlich, weil da ja die Fernverkehrslinie durchgeht, also die Schnellfahrstrecke zwischen Würzburg und Hannover und ein wichtiger Eisenkundenpunkt. Naja, keine Ahnung. Ich wäre trotzdem ganz schön, wenn man das schreiben könnte. Da haben wir ein bisschen zu viel rausgenommen, vielleicht nicht drüber nachgedacht, dass das in anderen Wörtern auch irgendwie in dem Wort stecken kann. Ich hätte gedacht, wenn das als Einzelwort steht, dass man das dann sperrt, aber in dem Wort finde ich eher schwierig. War auf jeden Fall sehr witzig, als ich das festgestellt habe. Deswegen fahren hier die Züge in TSW 2 jetzt für mich nicht mehr nach Kassel, sondern nach Kassel. Kassel-Wilhelms. Dann würde ich sagen, Fahrtrichtung sind wir dann nach vorne. Und auf geht die wilde Fahrt. Wir kriegen es aber ganz gut hin. Man merkt aber, so viel Leistung kann er nicht. Also ein bisschen langsamer sollte ich vielleicht anfahren. Also wirklich Radschlupf habe ich jetzt noch nicht gemerkt. Aber ich glaube, so viel Leistung kriege ich da nicht hoch. Oder? In TSW gab es ja sogar dann immer, Quatsch, in TSW, in Train Simulator hat man dann immer, stand da immer Radschlupf. Da habe ich immer Punktabzug auch bekommen. Habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Dann sind wir gleich schon im Mülheim Ruhr Hauptbahnhof. Links ein ICE, der eigentlich eine IC ist. Den wollte ich eigentlich ganz gerne darstellen. Deswegen habe ich jetzt einfach den ICE genommen, weil das der einzige Fernverkehrszug ist, den ich habe. Darstellen soll es aber den IC 2211 nach Karlsruhe. Wird vielleicht heute ausnahmsweise mit einer ICE-Garnitur gefahren, weil die IC-Garnitur ausgefallen ist. Ist auch eher unrealistisch. Oh, nein, 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 nein. Na, da hat schon zugeschlagen. Das schlechte Wetter und ich habe nicht aufgepasst. Warum fährt auch... Moment, warum halten wir eigentlich an dem Bahnhof hier nicht? Ach ja, das war ein Bug, stimmt, habe ich festgestellt. Ja, wir bremsen zwar mit hier, damit wir auch zum Stehen kommen, mal so langsam. Was ich sagen wollte war, außer dass ich den Zweisel gekriegt habe, dass dieser Bahnhof irgendwie ein bisschen rumspinnt. Beziehungsweise nicht auftaucht in den Möglichkeiten, wo in dem Fahrplanszenario, dass ich da halten kann. Deswegen, naja. So, dann sind wir auch gleich in Mülheim Ruhr Hauptbahnhof. Dann würde ich sagen, kündige ich das mal an. Nächste Station, Mülheim Ruhr Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir haben ja keinen Fahrplan, also zumindest links oben keinen. Aber wir sollten trotzdem versuchen, möglichst schnell zu fahren. Und nächstes Mal muss ich mir mal raussuchen, wann die Züge dann wirklich ankommen, damit wir es ein bisschen vergleichen können. Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen Verspätung reingefahren, weil ich hier Zwangsläufe verursacht habe.
Habe ich aber gerade wirklich nicht gesehen. 90 nehme ich hier vorne. Das war der Ärger. Deswegen gerade die 20 gekriegt habe, die 90. Hätten wir bestätigen. Das ist bei dem Wetter echt interessant. So. Übrigens den ICE, den wir vorhin in Duisburg gesehen haben, den werden wir nochmal sehen. Der kommt nämlich, wird uns nochmal überholen. Und hier links steht eine weitere 422. Das ist eine S1, die dann nach Solingen unterwegs ist. Gegenrichtung. So, rechts auf. Hier stehen sie beide. Steht leider nicht einzeigen auf dem Zug. Man kann leider nicht einstellen, was da auf den Zettel da stehen haben. Das wäre noch schön. Und wir haben die falschen Lichter an, sehe ich gerade. So, wir können auch ein bisschen mehr Licht anmachen. Mal hier ein bisschen was sehen, auch bei dem Regen. Und dann geht's wieder los. Nächster Halt ist dann Essen-Frohnhausen. Und da saust schon der ICE an uns vorbei. Das ist der ICE, den ich meinte. Mal gucken, ob wir den noch aufholen. Nehmen wir mal richtig Power jetzt. Ob wir da ein bisschen Parallelfahrt hinkriegen. Ich glaube, da sind wir ein bisschen zu langsam für. Ich weiß nicht, wie schnell der unterwegs ist da vorne. Ich glaube, ein bisschen schneller ist er noch, ne? Jetzt 90. Vielleicht wird es auch wieder 120. Das ist schon echt. Also bei dem Wetter will ich auch. Da sollten wir versuchen, möglichst nah an den Dächern zu halten bei den Stationen, dass die Leute nicht so wie das Freie laufen müssen eigentlich. Na, da vorne ist er wieder, der ICE, ne? Und wir sind ein bisschen schnell, deswegen holen wir gerade auf. Ich habe gerade gefragt, warum wird wir denn schneller? Jetzt können wir 140. Die kriegen dich noch. Mit der S-Bahn den ICE jagen. Ist auch schön. Aber jetzt zweigt hier da rechts das Gleis ab. Wir fahren jetzt hier oben weiter. Nächster Halt, Essen-Frohnhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schade, dass im DB-Navigator nicht die Fahrtrichtung dabei steht, wo die aussteigen. Dann könnte man das nämlich schon super einstellen. Warum bremse ich eigentlich? Ich wollte doch Gas geben. So viel muss ich doch eigentlich auch nicht bremsen. So, Gas geben. Alle Eisenbahnexperten sind schon wieder von ihrem Stuhl aufgesprungen. Ich meine natürlich Leistung aufschalten. So, 1 Kilometer, dann lass uns mal so langsam die Bremse betätigen.
So richtig S-Bahn-mäßig dann auch in den Bahnhof reinrollen. Jetzt sogar wieder ein bisschen früh gebremst. Ja, das ist wieder ein bisschen zu früh. Eigentlich lieber zu früh als zu spät. Ich würde gerne ein bisschen S-Bahn-mäßiger anhalten, als ich das reingeschleiche. So zum Beispiel. Also nicht mit Emergency Brake. Das war ein bisschen übertrieben von der Bremse her. So. Turn auf. Dann schnell rein mit euch. Nicht, dass ihr noch nass werdet. Aber ich glaube, das ist eh zu spät bei dem Wetter. Ich glaube, wir könnten so 3-4 Minuten Verspätung haben. Ich habe das Szenario mal getestet, da ist uns nämlich der ICE deutlich später erst, hat uns deutlich später erst überholt. Das heißt, mal gucken, ob wir den, den Zug noch in Essen Hauptbahnhof treffen, das ist der ICE. Das könnte knapp werden. Ich würde den gerne noch wieder einholen eigentlich. Also zumindest, dass wir den dann kurz sehen, weil der hält ja ein paar Minuten da. Oder eine Zeit lang, also nicht ein paar Minuten, aber so ein 1-2 Minuten schon. Ich weiß gar nicht, ob die verschiedenen Züge verschiedene Haltezeiten haben. Dass der ICE auch ein bisschen länger hält als der S-Bahn. Kann ich mir vorstellen. Zumal der ja auch als ICE eingestellt ist, dann kann das sein, dass der dann das auch passt. Und man kann ja die Züge auch einstellen. Man hat zum Beispiel auch eine Vorlage für den ICE auf der Strecke hier. Und dann kann ich mir vorstellen, dass da noch eingestellt ist und nicht so viel Power. Aber eigentlich können wir. Gucken, ob wir einen Radschluff kriegen wir ja nicht anscheinend. Eigentlich kann man dann sogar überlegen. Oder kann man dann sogar. Kann sogar sein, dass er dann länger hält in den Bahnhöfen, weil er halt eine S-Bahn ist. Eine ICE ist. Eine S-Bahn würde kürzer halten. Nächste Station: Essen West. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und wieder bremsen. Bisschen früh, glaube ich. Bisschen sehr früh. Wir hätten ja gedacht, wir fahren unter das Dach. So, ich halte heute nicht wirklich S-Bahn-mäßig. Ich halte heute viel zu entspannt für eine S-Bahn. Das könnte uns nachher... In Realität wäre das, glaube ich, nicht so machbar. So, links in Ringen. Dann stehen wir hier nochmal in Essen West mit unserem Zug. Und es hört und hört auch nicht auf zu regnen. Ich finde es ein bisschen schade, dass in TSW es kein dynamisches Wetter gibt. Das wäre doch mal eine Neuerung gewesen für TSW 2. Also doch mal wirklich, dass das Wetter sich ändert. Bei Train Simulator gab es das, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das ein Skript war, wo ich das gesehen habe in einigen Szenarien. Da gab es so coole Szenarien, so das Wetter auf einmal richtig anfing wieder zu gießen, wo du nichts mehr gesehen hast, dann wurde es wieder schöner und das hat sich so leicht verbessert und verschlechtert, das ist schon realistischer. Das finde ich ein bisschen schade, dass es durchgängig regnet. Ich weiß nicht, ob das... Das wäre dynamisches Wetter, wäre schon schön. So. Dann geht es jetzt weiter. Und Vollgas. Und gerade mal wieder vergessen, jetzt die Bremse zu lösen und dadurch wieder wertvolle Sekunden verstreichen lassen hat. Ich versuche jetzt mal voll zu beschleunigen, aber passiert nichts. Also, beschleunige vielleicht ein bisschen langsamer, aber Radschlag hat man irgendwie gar nicht. Vielleicht hat die auch einfach so eine gute Traktion, die S-Bahn. Und dann in 2,2 Kilometern ist dann Essen Hauptbahnhof. Und dann schauen wir mal, ob wir den ICE noch sehen. Zumindest die Rücklichter. Ein bisschen schnell sind wir schon. 110 hätten wir jetzt nicht unbedingt bestätigen müssen.
Nächster Halt. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Essen Hauptbahnhof. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Essen Hauptbahnhof aus- und umsteigen und wünschen noch einen schönen Tag. Ich glaube, so ähnlich sagen die das. Ich habe mir eigentlich vorher ein paar Ansagen gehört. Nächste Station, Essen Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Na, steht der ICE hier noch? Ich glaube, der ist schon weg. Na, der dürfte hier nicht mehr stehen. So, Türen auf. Aber hier müsste doch noch der RE stehen, oder? Bin ich rausgesprungen? Wollte ich eigentlich gar nicht. Mal gucken, ob hier noch... Der auch schon weg. Hier kommt eigentlich noch ein RE aus Aachen. Nee, nicht aus Aachen, sondern Richtung Aachen. Das ist nämlich der RE1. Dessen Teilstück man ja so, sogar auch wirklich auf der Strecke Aachen-Köln fahren kann. Man hat sozusagen zwei Teilstücke von dem Zug. Ist der unterwegs hier irgendwo? Da ist er. Das ist der, den wir leider nicht gesehen haben, den RE. Mit zwei Baureihen, 442. Wir müssen das Szenario, glaube ich, nochmal fahren, wo ich bei schönem Wetter, wo wir ein bisschen mehr sehen. Weil ich finde das ganz cool, wenn wir den ICE hier einholen und so. Das macht schon Spaß, das Szenario. Aber man sieht gerade ein bisschen wenig Züge dafür. So, ich muss mal gucken, ob wir nicht schon weiterfahren. Ja, tun wir. Vertrödeln die Zeit. Vielleicht können wir ja die Szenarien auch nochmal so Winter später fahren, wenn wir die dann ein bisschen angepasst haben und so. Stelle ich mir sehr cool vor. Und da zählen wir dann gleich nochmal wieder. Kommen wir gleich in Essen-Steele an. Wir fahren jetzt, glaube ich, den zweiten Abschnitt der Strecke. Wir fahren jetzt noch bis... Gehen ja gleich so ein bisschen von der anderen Strecke weg. Also wir teilt die Strecke teilt sich ja gleich ein bisschen. Dann fahren wir den S-Bahn-Teil der Strecke. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon mal gefahren... Doch, wir sind den schon mal gefahren, aber nicht mit diesem Auto. Ich glaube, 422 sind wir noch nie S-Bahn hier gefahren. Oder? Sind wir mal? Kann das alles so passieren? Ich bin mir nicht 100% sicher. Dann aber in TSW 1. Noch in dem Projekt. Nächste Station, Essen-Steele. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich würde mal sagen 800 Meter vorher. Gehen wir mal in die Bremse. Glaube ich immer noch zu früh, oder? Ja. Wohl. Bisschen zu früh war es noch.
So, links und Regeln. Dann stehen wir jetzt hier in Essen. Stele. Da vorne ist noch eine weitere S-Bahn. Das ist auch eine weitere S1 nach Solingen. Die hier vermutlich auch gleich Ausfahrt hat. Während wir hier stehen. Ich weiß nicht, wer schneller Ausfahrt hat. Vermutlich der andere Zug. Bin, glaube ich, ein bisschen früher hier angekommen. So, dann wollen wir wieder reingehen. Ja, die Fenster da machen können wir. Ja, Serviceblick machen, so halb. Also nicht wirklich, weil wir können nicht so wirklich rausgucken. Machen wir mal Fenster wieder zu bei dem Wetter. Setzen wir uns wieder hin, aber der Regen ist gleich. Der ist gleich laut. Ob das Fenster zu sind oder nicht. Gleichzeitige Ausfahrt, das kann auch sein. Vorwärts und auf geht's. Ja, wir fahren ungefähr gleich. Ein bisschen schneller fährt er aus. Sind jetzt nur auf Signale angekündigt, aber wir fahren nach Signalen, nicht nach rechts oben. Nach rechts hier. Der Anzeige rechts oben bei 100. Weil ich habe 90 gelesen, das heißt 90 ab nächsten Signal. Nächste Station: Essen, Stele, Ost. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das war vielleicht ein bisschen spät. S-Bahn-Bremse! Mit Emergency Brake. Sehr gut. Und jetzt habe ich die restlichen Fahrgästen die Beine gebrochen. Sehr gut. Aber wenigstens pünktlich, das ist das Wichtigste. 90. Auch schön hier von der Seite. Wir haben den Zug noch nicht an uns vorbeifahren lassen. Ich meine, im Regen sieht man eh nicht so viel, aber müssen wir eigentlich auch nochmal machen. Links verriegeln. Und auf geht's. Wir machen immer, drück mal wieder durch, da es ja nicht so wirklich ein Radstoffproblem zu geben scheint. Ich verstehe nicht, warum die 90 hier nirgendwo angezeigt werden unten. Laut Signal müssten wir jetzt 90 fahren, also fahren wir 90. Das war ein weißes Symbol. Na, ja, jetzt kommen die 90 gleich. Ah, okay. Dann gibt's, wir wechseln jetzt das Gleis, daran liegt's. Ja. Hier in Essen ist halt auch wieder wirklich der S-Bahn-Verkehr. Alle 2 Meter halten, aber ist schön, mag ich. Nächste Station, Essen-Eiberg. Ziemlich zu schnell. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sage ich immer rechts und ist es links? Keine Ahnung. Ich sage irgendwie immer rechts und ich glaube, wir steigen die ganze Zeit an den Inselbahn, steigen links aus. Ist auch schön. Verhalten war zwar 50 Meter früher, aber ist mir gerade relativ egal. So, rechts öffnen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante.
Ich dachte, bitte achten Sie auf den Abstand, aber die Corona-Ansagen sind noch nicht drin. Was sagen Sie jetzt? Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen sich und den anderen Fahrgästen? Keine Ahnung. Und Maskenpflicht und bla bla bla. Ganz ehrlich, ich muss im Spiel auch nicht dran erinnert werden, habe ich auch keinen Bock drauf. Es gab irgendwie bei DT Gambit, die wollen die Passagiere überarbeiten. Zum Beispiel, dass die auch mal aufs Handy gucken, realistischer und so. Und irgendwie hat vorgeschlagen, dann die Masken aufzusetzen. Ich habe keinen Bock noch in meinem Zugspiel dran erinnert zu werden, ehrlich gesagt. Dass ich so kommen wir vielleicht schon. Ach ne, jetzt kommt noch Wattenscheid. Genau, wir hatten noch Wattenscheid Horntrupp, dann Wattenscheid Hauptbahnhof, dann Bochum, oder? Kommt danach noch was. Bin ich mir gar nicht so sicher. Höhentrupp, nicht Horntrupp. Heute habe ich es mit Namen mal wieder. 90 haben wir. Wir sind wieder zu schnell. Keiner gesehen. Jetzt dürfen wir 120. Müssen die Zugfahrt nur bei schönem Wetter fahren irgendwie. Auf jeden Fall. Nächste Station. Wattenscheid, Höhentrupp. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ein bisschen früh mit 2 Kilometern vorher, aber gut. Nummer 4. Wollen wir probieren, jetzt wieder S-Bahn zu bremsen. Das war sehr, sehr spät. Das war sehr, sehr spät, was ich gerade mache. 100 km/h, so spät zum... Nein, nein, nein. Ich hatte gehofft, K ohne Bahnhofsverpeilung. Ah, der Bahnhof ist länger. Puh. Das wird trotzdem ein bisschen Bahnhofsverpeilung, oder? Wenn man kurz nicht aufpasst, weißt du? Ja, so fast. Nicht die ersten 3 Türme benutzen. Ich hatte mich darauf gefreut, dass ich diese Folge mal schaffe, an die Bahnhofsverpeilung hier anzuhalten. Das ärgert mich immer. Wenn man 200 Meter vorher erst bemerkt, dass man den doch mal ein bisschen bremsen müsste, ist das ein bisschen doof. Der Vorteil ist, glaube ich, wenn ich in 1 Kilometer vorher die Ansage mache, dann weiß ich, dass ich da bremsen muss. Wenn ich die Ansage zu früh mache, bin ich aus dem Rhythmus, sagte er als Ausrede. Und vergesse dann nochmal zu bremsen auf 1 Kilometer. Jetzt kommen wir schon in Bochum. Haben wir gar nicht... Ach, Wattenscheid Hauptbahnhof hält, glaube ich, nur der Regionalverkehr. Wir halten jetzt hier, weil wir so eine Extrastrecke fahren. Nicht am Hauptbahnhof von Wattenscheid. Kann das sein? Scheint zumindest so. Weil jetzt kommt schon Bochum-Ehrenfeld.
Wie lange haben wir eigentlich die Folge? 36 Minuten. Werden so 40 Minuten. Ich wollte eigentlich, ja, passt aber noch nicht. Ist in Ordnung. Ich hatte ja erst überlegt, wie die Folge Thailand essen, aber ich glaube, dann wären die Folgen zu kurz gewesen. Ah, wir sind wieder ein bisschen schnell. So. Ich glaube, das ist dann die vorletzte Station gleich. Mal sehen, ob wir noch einen Zug sehen. Ich glaube aber, jetzt hier fahren nicht mehr. Ich habe auch alle von meiner Liste durch, sehe ich gerade. Die hier so rumfahren. Nächste Station, Bochum-Ehrenfeld. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sage ich die ganze Zeit. Ob stimmt, weiß ich nicht. Hat wahrscheinlich bei Hälfte gestimmt. So, dann gehen wir mal jetzt in die Bremse. Wir haben schon mal ein gelbes Signal bald. Das dürfte dann schon unser Signal vom Hauptbahnhof sein. Das dann rot ist danach. Bisschen früh, ne? 500 Meter in die Bremse. Was mache ich schon wieder hier? Das war jetzt auch nicht wirklich S-Bahn-like, wie ich hier halte. Und das war viel zu spät wieder. Komm. Ja, Emergency Brakes habe ich heute, ist heute mein Freund. Nein, was, warum erriegel ich rechts? Links zu drehen. So. Links zu drehen? Jetzt. Sehr gut. Hätte ich immer noch einen Meter vorfahren können. Jetzt stehen wir hier. Hätte ich noch einen Meter vorfahren können. Wahrscheinlich, damit ich nicht das Signal überfahre. Man hält eigentlich nicht so halb hinter dem Signal. Das ist schön. Aber für die Fahrgäste ist es ein bisschen blöde, durch den Regen jetzt laufen zu müssen. Ich soll natürlich denken, das gelbe Signal zu bestätigen. Schön zu. Und dann geht's weiter. Sollte jetzt blinken, ne? Genau. Bleiben wir auch gleich mal 85. Nächste Station, Bochum Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bisschen langsam, wir dürfen eigentlich 85. Wir fahren da schon so auf rotes Signal zu und da will ich eigentlich nicht so schnell fahren. Nicht, dass er mich gleich zwangsbremst. Wollte ich nur. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zum Schluss habe ich wenigstens nochmal korrigiert. So, da steht der ICE, den wir vorhin eigentlich in Essen noch kriegen wollten. Ja, Emergency brauche ich jetzt nicht. Ein bisschen langsam so anhalten. So. Passt. Dann links der Regen. Und dann sind wir angekommen. In dieser Sauwetterfahrt. Ich dachte mir, wir müssen beim Wetter ein bisschen was verändern. Deswegen habe ich gedacht, fahren wir mal im Regen diesmal. Weil immer schönes Wetter ist auch langweilig. Und wir fahren das Szenario nochmal so in. Vielleicht im Monat oder in zwei nochmal. Ein bisschen. Jetzt nicht direkt ineinander, das finde ich irgendwie doof.
Aber dann nochmal vielleicht ein bisschen mit schönerem Wetter oder so. Oder in 5 Monaten und mit Schnee. Das stellen wir auch sehr gut vor. Mal gucken. Oh, ich glaube, ich werde TSW 2 jetzt erstmal ordentlich auf dem Löffel. Ich habe gerade so Spaß. Und wenn die ganzen anderen Pizza of Collection Strecken reinkommen und ich dann lauter Szenarios dafür erstelle, das könnte sehr witzig werden. So, mit dem Bild, beziehungsweise mit der Auswertung, verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Oh, welches Level sind wir? Ach, wir sind... Ah, ich bin auf dem falschen Account. Ja, gut, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.